Warnung. Dieses Video könnte für viele von euch sinnlos erscheinen, doch in Wirklichkeit wissen wir doch alle, dass ihr eh nur notgeil seid. Muhahaha, dieser Werbespot ist eine Warnung. Und jetzt sagt nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte. Ist doch alles nur Spaß. Muhahaha. Hallo ihr YouTuber. Ich hab mir gedacht, ich bring einfach schon wieder ein Video, da ihr in letzter Zeit nicht so viel von mir zu sehen bekommen habt. Muhahaha. Es gab wieder ein paar, die Tipps haben wollten zu bestimmten Eigenschaften. Und die habe ich gegeben. Fangen wir an. Bitteschön. Hey Phantom, ich hab mal eine Frage. In meiner Klasse ist ein Mädchen, das ich mag. Was kann ich tun, damit sie mich auch mag, beziehungsweise liebt? Würde mich über 2 Tipps echt freuen. Danke. Tipp 1. Ich würde sie, wenn ich du wäre, ansprechen. Du musst ja nicht direkt sagen, dass du auf sie stehst, aber du kannst sie ja einfach mal besser kennenlernen und Kontakt zu ihr aufbauen. So kannst du ihr es dann leichter auch sagen später, weil sie dich kennt. Muhahaha. Tipp 2. Wenn ihr dann im Kontakt steht und öfters mal miteinander schreibt oder redet, dann kannst du sie ja einfach mal zum Eisessen einladen. Mädchen mögen es, wenn sie von Jungs eingeladen werden. Was aber das Wichtigste ist, bleib du selbst und verstell dich nicht. Muhahaha. Hab mal eine Frage. Ich habe vor kurzem ein Mädchen kennengelernt. Ich würde sie fragen, ob sie mit mir gehen will, aber ich traue mich nicht, weil jeder aus meiner Schule sie und mich kennt. Was soll ich tun? Tipp 1. Wenn jeder euch beiden kennt, muss es dir doch nicht peinlich sein. Du solltest am besten zu deinen Gefühlen stehen. Aber wenn's dir echt peinlich ist, dann musst du es ihr ja nicht direkt sagen. Am besten ladest du sie auch zum Essen ein. Oder ihr unternimmt was. Und dann sagst du es. Tipp 2. Sei einfach knallhart und sag ihr ins Gesicht, dass du auf sie stehst. Was sollen deine Freunde denn machen? Wenigstens hast du den Mut, das zu sagen. Und wenn sie lachen, sagst du wenigstens, stehe ich auf Frauen. Muhahaha. Alter, damit machst du alle fertig, glaub mir. Muhahaha. Ich will unbedingt mit meiner Freundin küssen, aber ich habe es noch nie gemacht. Was soll ich jetzt tun? Tipp 1. Am besten sagst du ihr das. Ich meine, sie ist deine Freundin und wenn sie dich wirklich liebt, wird sie das nicht schlimm finden. Außerdem muss es dir nicht peinlich sein, jeder hat mal seinen ersten Kuss und jeder wird es noch lernen. Zumindest hoffe ich das. Muhahaha. Tipp 2. Wenn es dir aber echt unangenehm ist, dann übe es am besten. Geh vor den Spiegel und mach mit dem Spiegel rum. Muhahaha. Nein, Spaß. Nimm die Oberfläche deiner Hand und küss dran rum. So bekommst vielleicht ein kleines Gefühl dafür. Muhahaha. Oh Mann, was soll das nur? Muhahaha. So, das war's von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt eure Fragen über Mädchen oder für die Mädchen über Jungs in die Kommentare für die nächste Folge Dr. Sommerfragen. Muhahaha. Verbreitet es, wenn's euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du, wie bekomme ich meine eigene Freundin?